Hui! Haha, Moinsen. Nahtloser Übergang vom letzten Block in diesem Block. Wir sind nur ein paar Kilometer später, ne? Wir sind kurz vor zu Hause. Wir haben hier hinten die Schlauchhaspel drauf da. Ehren Jens sitzt auch noch da, der ist unterwegs nicht ausgestiegen. Nee. Ja, jetzt nach Hause juckeln. Dann muss ich erstmal als allererstes ganz dringend Pipi machen. Das hilft alles nichts. Dann laden wir den ganzen Bums ab, trinken eine Tasse Kaffee und dann bringe ich den Anhänger wieder weg. Ja, das ist der Plan. Und dann müssen wir mal gucken, wann wir dabei kommen, mal den Schlauch aufzuhaspeln. Mal sehen, wie wir da. Ich bin ja neugierig, wie das funktioniert, muss ich ja sagen. Ja, ja. Das, da muss man mal gucken. Ich habe die beiden Paletten mit den jeweils 200 Meter Schlauch, die stehen im Stall, warm und trocken. Nee, warm nicht, aber trocken. Ja, mal gucken. Ich denke mal, ich weiß nicht, ob das diese Woche wird, das ist wahrscheinlich ja nichts mehr. Vielleicht mal nächste Woche oder so, dass wir da mal beigucken und mal einen fertig machen und schon mal ein bisschen aufwickeln. Mal schauen, da muss ich mir bloß noch einfallen lassen, wie ich das ablenke, wie ich die messe, ne? Wenn ich die aufwickel. Wann war's? Ja, weiß ich auch nicht. Ja, das ist ja. Da fällt uns bestimmt irgendwas Dummes ein. So, jetzt aber erstmal ab nach Hause, ab an die Burg. Bartelsdorf und danach kommt das schönste Dorf. Der Sommer. Ich jubel gleich mal eben direkt nach hinten. Oder wollen wir erst Kaffee trinken? Das ist gut, das ist mir egal. Wir machen erst mal abladen. Und dann ja, dann machen wir das. Erst die Arbeit und dann das Vergnügen. Anhänger müssen wir noch wegnehmen. Richtig. 12:01 Uhr. Hat aber gut geklappt. Mit langer Vorstellung und alles und trotzdem hier mittags zurück. Das ist nicht verkehrt. So, die Robben wollen wir abladen rechts. Wo wollen die hin? Von rechts müssen wir abladen, ne? Ja, ja. So hat es ja. Ja. Dann fahre ich da vorne links rum, dann können wir mit dem Start mal direkt ran. Ach, da stehen zum Glück Kartoffelkisten. Ja, da kommst du aber rum. Bleiben wir hier in der Kurve stehen. Kein weiten Weg. Ja, ja. So. Nee. So. So schön aufgewickelt. Ja, der ist nicht rausgeflogen. Genau, das sieht toll aus. Das ist ja nichts. Das nehme ich auch ab. Den behalte ich auch im Autowagen. Wie gut, die auch im Auto lassen? Nee, die packe ich gleich wieder in der Werkstatt, die Dicken. So. Ja, also meine Werkstatt sieht irgendwie nicht so geil aus wie seine. Ha. So, aber man kann auch dran arbeiten. Genau, die Teile. Da ist noch der dritte Gurt, den wir nicht brauchten. Und der ganze Quatsch, den muss auch noch raus. Lass mal den Gurt weg. Ja, ist nicht so geil wie seine Halle hier, ne? Habe ich gerade schon gesagt. Ha. Irgendwas ist immer. So. So, da
Da sind die Kupplungen. Die kamen mit Spedition, Post, Paketdienst. Mein Gott. So, haben wir jetzt schon alles? Einmal Müll, einmal Adapter. So. Traumhaft. So, Kaffee haben wir intus. Feinsten Rüpers-Kaffee. Ist ja nicht so, als hätte er bei Volker nicht geschmeckt, ne? Aber... Ich glaube, ich muss ihm mal ein bisschen Kaffee schicken. Ja, schick ihm mal. Oder? Ich glaube, ich schicke ihm mal Kaffee. Mal so ein Care-Paket fertig machen. Das mache ich doch immer. So, als kleines Dankeschön. Jetzt bringen wir den Anhänger weg. Danach bringen wir, oder davor, je nachdem, wie Jens möchte, bringen wir Jens weg. Ja, kann das mit dem Anhänger wegbringen. Und dann ist erstmal Kinderzeit. So, Wischwasch. Ja. Bringt ganz viel jetzt. Gar nichts mehr. Ja, gut, dass er hinterher immer noch die Scheinwerfer macht und die Scheibe wieder voll spritzt, die Sau. Anhänger ist weg, ich juckel nach Hause und Jens ist zu Hause. Ja, alles klar. Vielen Dank. Ja, gerne, hat Spaß gemacht. Bis die Tage. Ja, super, bis die Tage, wir schnacken, ne? Jo, wir sehen. So, gleich noch eben unbedingt den Becher auf den Bauernhaken stecken, dass er nicht rostet. Und dann, jetzt ist es 12.32 Uhr, also fast Punktlandung zum Mittag. Traumhaft. Ja, das hat gut geklappt. Also an dieser Stelle nochmal abschließend vielen Dank an Volker für die Führung im letzten Video und vielen Dank an dich, Jens, für deine Hilfe, seelischen Support und nette Gespräche im Autowagen. So, Mittag. Lecker. Achso, Temperatur. Heute Morgen war es frischer, jetzt ist auch 5 Grad. Die letzten Tage waren es immer 8 Grad plus, das war ja schon nicht mehr normal. 5 Grad ist schon eher meine Temperatur für diese Jahreszeit. So. Sehr schön. Haben wir es geschafft. Zack, so, Mittag durch. Ich habe noch mal eben schnell Feuerholz eingeschmissen und jetzt gucken wir noch mal eben ganz kurz hier ran. Die steht hier ja noch. Vorhin ja nur schnell abgeladen. Ich weiß nicht, ob man das so schnell mitgekriegt hat, wie der Wechsel funktioniert. Und zwar nimmt man hier, sind ja überall Flügelmuttern, also es geht, das Tauschen geht werkzeuglos, also da muss man jetzt nicht großartig noch irgendwelche Schraubenschlüssel oder so haben. Nimmst du hier das Blech runter, die beiden Flügelmuttern los, das Blech weg, Splint raus, Bolzen raus und dann auf der Seite, na komm schon, hier auch den Bolzen raus und dann kannst du die im Dreipunkt absetzen, bleibt die stehen und kannst die andere einhängen. Das Ganze dann rückwärts, alles wieder zu und dann geht es wieder los. Und das Schöne ist, dass sie halt nicht rund sind, so dass sie dann stehen bleiben. Also der, wenn das jetzt runde Rahmen, dann wird er die ganze Zeit immer wegrollen. Aber der steht bombenfest. Also da bin ich schon echt zufrieden mit meinem Einkauf. Ist jetzt nicht ganz günstig, ist aber im Vergleich zu der ganzen Arbeit, den Gequäle, auch nicht zu teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Also das war es mir jetzt wert. Schönes Ding. Und ich bin auch wirklich nach wie vor der Überzeugung, dass es richtig ist, dass ich den hydraulischen Arm gleich mitgenommen habe zum Auf- und Abwickeln. Den man dann, wenn man wickelt, hydraulisch mitfährt, sodass der Schlauch dann gleichmäßig auf der Haspel verteilt aufgerollt wird. Ne? Und sonst bist du doch wieder mit zwei Mann in Gang und einer muss wieder unten laufen und den Schlauch hinhalten. Ne? Und das wollte ich ja nun gerade nicht. Ich wollte ja dann auch die Arbeitserleichterung haben. So, wir können noch mal einen ganz kurzen Blick aufs Typenschild werfen hier. So, beim Display an kann man das sehen. Baujahr 2022. Und das war es auch schon. Schlauchhaspel. 400 Meter passen darauf. So, und 400 Meter haben wir ja in den Kartons schon geliefert gekriegt, haben wir liegen. 2x200. Und die andere Haspel, da kommen dann, da müssen wir dann mal zurechttüdeln. Da müssen wir nochmal in uns gehen und genau überlegen, wie die Längen richtig sind. Und dann kommen da die Schläuche rauf, die wir haben. Ein bisschen mehr haben wir und wenn das System jetzt gut hinhaut, bevor wir jetzt wieder gewaltig irgendwo irgendwelche blöden Rohre hin und her zecken und uns ärgern, würde ich wahrscheinlich eher sagen, entweder hier in Buchten, das habe ich glaube ich schon mal erzählt, ne? Entweder hier irgendwo einen Schlauchlose hinlegen, den man sich dann aufwickelt, losfährt und wieder abwickelt oder vielleicht irgendwann nochmal einen so einen Haspelrahmen, nein nicht den Rahmen, sondern so eine Rolle vielleicht nochmal dazu.
Das sehen wir dann. Aber auf jeden Fall soll das mit Schläuchen gehen. Dann müssen wir notfalls noch ein paar Schläuche kaufen. Auch wenn die jetzt noch 1 Euro im Meter mehr kosten. Ne? Unfassbar, das wird alles teurer. Wo soll das noch hinführen? Jo, 15 Uhr. Wir machen mal das Füttern. Ich habe hier 3 Sorten quasi. Ganz unten für die Hüpfer, Kängurus. In der Mitte für die Hühner. Und ganz oben auch noch für die Kängurus. Da haben wir Futteräpfel. Und die sollen heute mal wieder ein bisschen Obst bekommen. Gibt es nicht jeden Tag, aber so zwischendurch immer mal wieder freuen die sich darüber auch. Und das sollen sie dann noch haben. Ich gucke gleich, ob denn noch Heu hin muss. Habe ich jetzt nicht unterm Arm geklemmt, weil ich euch ja auch mitnehme. Sonst hätte ich auch direkt Heu mitgenommen. Aber uns jagt jetzt keiner. Machen das in Ruhe fertig und spielen dann noch ein bisschen mit den Kids draußen, mit den Hunden. Und dann ist der Tag für heute auch erstmal gelaufen. Ja, alles weitere machen wir später. Jetzt gucken wir erstmal, ob sie alle Hunger haben. Ne? Ich schätze schon. Ja, scheint zu schmecken. Also weiter geht's zu den Kängurus. Und danach Ziegen, Stachelschweine, fertig. Im Bullenstall ist Ina, macht da alles soweit klar. Da guckt noch Heu aus der Tür raus, sehe ich von hier, also das wird wohl noch reichen. Schauen wir mal, wo sind sie denn? Sind sie heute in der Hütte? Ist ja ganz selten, dass die mal drin hocken. So, nee, da. Ja, moin. Da ist er. Wo ist denn? Da ist die Weiße. Es hüpft. So, schauen wir mal da rein. Genau, ich habe Äpfel mitgebracht. Ja. So, Wasser ist noch, Futter ist auch noch. Komm, das machen wir mal anders. Ich tausche das mal aus hier. Das kriegen, schmeiße ich einmal über den Zaun, das holen sich die Hühner dann. Man kriegt ihn mal hier frisch. Zack. Hühner freuen sich darüber auch. Haben zwar was zu picken, ne? Ist so. So, die Schale da wieder hin. Das ist Heu aus dem Wasser. Da liegt noch, also die brauchen nicht viel, die fressen auch nicht viel von dem Heu, aber so ein bisschen was müssen sie immer haben. So, jetzt das Futter rein. Und die Äpfel oben drauf. Lecker. So, das sieht gut aus. Lecker. So, Tisch ist gedeckt. Könnt ihr herhüpfen. Hör auf!
Hui! Na, Display. Moinsen! Das ist scheiße, ich sehe nichts. Lass uns so machen, muss eigentlich so gehen. Nur ganz kurz eben. Heute ist nämlich ein Tag, und zwar Mittwoch. Mittwoch, 28. Dezember. Und wir fahren Belana nach Neunkirchen. Zweites Land. Packware. Der letzte Zug in diesem Jahr. Ich muss dann gleich nochmal nachhaken, dass wir dann nochmal Termine für nächstes Jahr gleich kriegen. Aber den Rest machen wir, wenn wir ein bisschen mehr Licht haben. Also, bis gleich. So, ich habe nochmal angeknipst, weil den Schlepper, den wollte ich mir noch zeigen. Den habe ich gestern schon gesehen, als ich mit Ehren ganz los bin, die Haspel holen. Und da habe ich die Kamera nicht so schnell angekriegt. Schön gemacht. Schön gemacht. So. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Fast. Gleich. So, dann schauen wir mal. Diesel 1,99. Was kostet bei euch der Diesel im Moment? Ich werde mal in die Kommentare rein. Ballern. Da steht ein LKW und der steht am Sturzbunker. Joa, das Abkippband ist frei, das ist auch schön. Das ist auch schön. Vielleicht kommen wir dann direkt dran. Das wäre noch schöner. So. Laufzettel wie immer. Dann wollen wir mal reinfahren. Spiegel erwischt. Leck mir an die Füße. Guckst du einmal zur Seite. Oh, das war knapp, ey. Das war knapp. Junge! Oh, heute ist Mittwoch und nicht Montag. Und dann noch die letzte Lieferung dieses Jahr und dann noch den Trecker kaputt machen, oder was? Ich sehe schon den Clickbait-Titel. Rüppers zerstört 716. Nein. Nein. Aber zurückbiegen muss ich gleich trotzdem. Gott, das war knapp. Alter Schwede, das wäre jetzt richtig beschissen geworden. Oh, Mann, ey. Dieser Vollpfosten, der ist einfach zu hoch, der da steht. Bisschen muss man noch. Noch ein bisschen. Oh, GG. Eigentlich sollte das passen. So, jetzt sind wir mit dem Steckdicken dran. Anschluss falsch, oder was?
extra die. Oh, Mann, ey. Nur wegen der Klappe absteigen. Oh, jetzt aber. Gut, dass ich das Tor aufgemacht habe, sonst wäre er jetzt ja nicht reingekommen sein Starter, ne? Läuft. So, ist er vorbei. Ja. Ja, passt. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hätte ja gern noch für nächste Woche gleich einen Termin gehabt, aber keine Chance, sind voll. Ja, Anfang nächster Woche nochmal telefonieren, wenn sie den Überblick haben, dann ist das so. Schade, 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 schade. Aber gut, Preise auch alles schwierig für nächstes Jahr, was Verarbeitung angeht. Also da müssen sich alle noch ziemlich stark bewegen, weil so kann man da noch nichts machen. Auch im Stärkebereich, Emsland-Stärke, also falls das von euch einer hier sieht, ihr müsst ein bisschen Gas geben. Ich habe ja Bock drauf, ne? Aber das muss auch passen. Wer weiß, was mit dem Dünger passiert. Ich habe heute Morgen E-Mail bekommen, Gaspreis geht, ist wieder ein bisschen runtergegangen. Und das ist ja gleich wieder im Zusammenhang dann auch zum Dünger zu sehen, was der Dünger kosten wird. Da ist aber natürlich, weiß ich nicht, ich habe jetzt nicht mehr gefragt, was Dünger kostet. Dieses Jahr kaufe ich auch keinen mehr. Aber wie das da aussieht, keine Ahnung. Da muss ich mich jetzt Anfang Januar auch schon mal wieder mit auseinandersetzen. Kleinen Teil hatte ich ja schon abgedeckt. Ich weiß es noch nicht. Ich weiß es noch nicht. Ich habe die genaue Anbauplanung, die habe ich Ende Januar erst fertig, aus verschiedenen Gründen. Und dann weiß ich auch genau, welche Mengen ich brauchen werde. Und dann muss man dann nochmal genauer gucken. Ne? Vielleicht Mitte Januar nochmal ein bisschen was vorkaufen, je nachdem, was die Preise machen. Aber das weiß ich noch nicht. Und dann müssen die natürlich, wie gesagt, auch erstmal Preise raushauen. Was Verarbeitungsware angeht und was die Stärkeindustrie angeht. Ne? Weil das muss man dann ja auch mal rechnen. Das ist alles nicht so einfach. Mal schauen, wir werden sehen.
irgendwie stockelt sich das schon zurecht. Ne? Jetzt geht's wieder nach Hause. Ich hatte vorhin noch gefühlt die 1000 Sachen im Kopf, was ich euch erzählen wollte. Jetzt habe ich es verdrängt. Ich fahre ja noch einen Moment, vielleicht fällt mir es gleich wieder ein. Auf jeden Fall sind wir, wenn wir zu Hause sind und die Anhänger abgestellt haben, dann ist irgendwann erstmal Pause, weil wir zum Mittag eingeladen sind. Ich glaube sogar um 12, ich weiß es gar nicht, muss ich dann gleich mal fragen, noch zu 12 sind wir zum Mittag und dann wollen wir eigentlich vorher noch eben die Tiere alle versorgt haben. Mal gucken, wie das klappt. Aber das sehen wir gleich, also bis gleich. Mir sind ein paar Sachen wieder eingefallen. Ich versuche das mal gedanklich zu ordnen und euch zu erzählen, wie ich mir das, was ich euch erzählen wollte. Ich vergesse bestimmt wieder die Hälfte und vielleicht wird das jetzt auch wieder viel zu lang. Wer keinen Bock drauf hat, der kann ja einfach abschalten. Ein paar wichtige Dinge. Ganz kurz einmal, bevor wir zu unserem Betrieb kommen, einmal eben zu Hannes. Diejenigen von euch, die Landwirtin im V bei YouTube hier auch gucken, die haben dann sicherlich auch sein Video gesehen, in dem er erzählt hat, dass er die Biogasanlage verkauft hat. Und hat das auch, hat die Hintergründe ein bisschen dazu erläutert und erklärt. Und da hatte ich so gedacht, als ich das gesehen habe, ich hatte da auch kommentiert, ich habe da aus eigener Erfahrung, ist mir da so viel eingefallen, was ich da zu erzählen könnte, dass ich gedacht habe, ach, vielleicht mache ich mal ein Reaction-Video. Habe ich noch nie gemacht, ist eigentlich auch nicht meins, aber in dem Fall hätte ich wirklich was dazu zu sagen, wie gesagt, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Man kann nicht immer alles erzählen, aber so ein paar Dinge könnte man doch wohl erzählen. Wenn ihr darauf Bock habt, dann schreibt mir mal in die Kommentare. Dann würde ich es machen. Das ist natürlich jetzt schon wieder fast ein bisschen spät. Sein Video war, wann ist das rausgekommen? Irgendwie Weihnachten, ne? So, und wenn ihr jetzt sagt, dieses Video geht morgen online, morgen Abend, und wenn ihr dann sagt, ja, mach mal, bis ich das dann soweit habe, dann vergehen noch ein paar Tage. Aber wenn ihr Bock drauf habt, wenn euch das interessiert, obwohl Hannes Video schon ein bisschen älter ist, dann wie gesagt gerne in die Kommentare schreiben, dann mache ich das, wenn es euch interessiert. Ich sitze dann irgendwie eine Stunde vor Computer und nehme das aufgefühlt, wenigstens, ja doch, eine Stunde wird es wahrscheinlich, sein Video sind 27 Minuten und dann fallen mir 1000 Sachen ein, wo ich dann Pause machen muss. Sollt ihr wissen, ne? Wenn ihr Bock drauf habt, dann mache ich das sehr gerne für euch. Ich selber, das ist ein Ding, das muss ich nicht für mich machen, weil ich weiß es ja. Die Vlogs, die mache ich natürlich auch sehr gerne auch für mich. Ich gucke, neulich hatte einer in einem relativ alten Vlog mal kommentiert, ach guck mal, da hatte ich in einem Video erzählt, das ist schon lange her, dass wenn ich mal irgendwann einen neuen Frontlader-Schlepper kaufen sollte, dass der dann auf jeden Fall eine hydraulische Geräteverriegelung hat. Und da hatte er dann derjenige in dem alten Video dann kommentiert, guck mal, jetzt hast du es geschafft, das stimmt. Und ich habe dann selber noch wieder da reingeguckt und da haben wir noch wieder so Dinge gesehen und auch Mann, meine Güte, wenn man damals schon gewusst hätte, was man heute weiß und so. Also das ist für mich super spannend, wirklich. So, das dazu. Dann, Thema Finanzierung, Kaufen, Mieten. Bei Mieten, da komme ich jetzt gerade drauf wegen Jan. Twitch Farming, dann haben wir die beiden auch gleich abgearbeitet. Er hat sich ja den 939 Black Beauty gemietet und hatte da in seiner letzten Farming Week hatte er den dann vorgestellt auf dem Betriebskanal von Algravis und da waren dann auch so viele Kommentare, die echt einfach dumm sind. Also glaubt man, jeder, der einen Betrieb leitet, der wird in der Regel wissen, was er tut. Jeder macht auch mal Fehler und die Fehler gehören dazu, ganz normal. In dem Fall halte ich das bei Jan aber nicht falsch verstehen, nicht für einen Fehler. Aber man kann immer gerne kommentieren und seine Meinung geben, aber bitte sachlich bleiben. Also erstens, Geflame gegen oder für irgendwelche Marken, totaler Schwachsinn, alles klar. Aber macht, was ihr wollt, das ist ja noch das kleinste Problem. Dann zu sagen, ja, das wäre aber ja viel besser, hättest du, würdest du, mach doch mal lieber. Oder ihr kennt es, aber es führt zu nichts. Also es bringt denjenigen, der das Video macht, also in dem Fall Jan, nicht weiter. Und wenn die Kommentare richtig blöd sind, dann wird auch mal was entfernt. Dann ist das so. Ich mache das sehr, sehr selten. Das ist wirklich selten. Die Liste, ich mache seit 2018 diese Videos bei YouTube, wie ihr vielleicht wisst. Und die Liste derer, die ausgeblendet sind auf meinem Kanal, die ist sehr, sehr, sehr klein. Ich habe aber trotzdem keine Schmerzen, wenn einer blöd kommt und frech wird und ausfallend oder auch beleidigend, solche Leute zu sperren. Ich lasse vieles durch. Also ich habe heute Morgen erst einen Kommentar beantwortet, der war auch hirnrissig.
ganz offensichtlich einfach fachlich auch falsch. Da habe ich darauf geantwortet, lasse ich stehen. Sollen ja auch andere gerne sehen, wie dumm manche andere sind wiederum. Kein Problem. Wenn es aber, wie gesagt, beleidigt wird, dann wird das gestrichen. Wir haben hier auf unseren YouTube-Kanälen das Hausrecht. Das ist dann, wenn ihr meint, ihr müsst das dann diejenigen, die paar wenigen von euch, ihr, du, der das jetzt hier guckt und sich freut, dass ein Video da ist, dich meine ich nicht. Ist klar. Nennt es von mir aus auch Zensur, das ist scheißegal. Aber wir müssen uns auf unseren YouTube-Kanälen nicht beleidigen lassen. Und dann, wie gesagt, werden solche Kommentatoren einfach ausgeblendet. Man kann da sagen, komm, ich lösche jetzt den Kommentar. Wenn es nicht ganz so hart ist, dann kann man auch drunter antworten und schreiben, pass mal auf, ne? Überleg mal, was du sagst. Und wenn es total blöd ist und der oder diejenige das nicht einsieht, dann wird es halt vom Kanal ausgeblendet. So, das dazu. Das wollte ich ganz gerne auch noch losgeworden sein. Dann einmal versuche ich mal grob das Thema Finanzierung anzuweisen. Das ist jetzt alles ein bisschen höher, weil ich schreibe mir ja nie was auf, was das angeht, was ich euch erzählen will. Weil es kamen ja auch viele Kommentare bei mir, nachdem ich dann den 718 auf dem Hof hatte. Wie bezahlst du das alles? Und das geht ja gar nicht. Und das ist ja, oh. Und dann kommen natürlich dann auch Nachrichten, auch per E-Mail und bei Insta-Nachrichten und so. Ja, du bist ja jetzt auch reich, du hast ja das ganze Windgeld. Und dann kann das ja jeder irgendwelche Maschinen kaufen. Und das muss die Landwirtschaft ja gar nicht bezahlen. Und so weiter und so weiter und so weiter. So, und da kann ich euch jetzt einfach mal meine Meinung zu erzählen. Ob ihr es mir jetzt glauben wollt oder nicht, ist eure Sache. Also das ist mir ehrlich gesagt dann auch egal. Aber ich habe es dann zumindest einmal eben... Was ist hier los? Ich habe es dann zumindest einmal im Warnblinker. Ja, da steht schon einer dran. Alles klar. Laufen alle, alles gut. Dann habe ich zumindest mal einmal gesagt. Natürlich, also wir haben jetzt von der ersten Idee bis zur Inbetriebnahme sind das jetzt 10 Jahre. Das ist ja nichts, was man von jetzt auf gleich geschenkt bekommt. Und da ist auch viel Zeit und Nerven sind da reingeflossen und von den Investoren, von den Projektierern auch extrem viel Geld im Voraus für Gutachten. Wo man, wenn man das erste Gutachten mit 50.000 bezahlt, da weiß man ja noch gar nicht, was da rauskommt. Und man weiß gar nicht, und das war vor oh Gott, wann sind die ersten Gutachten gemacht worden? Vor 8 Jahren, 9 Jahren oder so? Da wird ja auch viel vorgehalten. Aus dem Grunde halte ich auch die Abschöpfung. Bei Wind geht es ja noch, aber was da alles geplant war, auch bei Biogas und so. Dann sollen die doch mal bitte Biotech abschöpfen oder so. Quatsch, aber nein, egal. Das ist schon wieder politisch, das lassen wir sein. So, also, Fakt ist, ich bekomme Geld. Und das ist schönes Geld und das können wir brauchen. Und das freut uns natürlich auch. Who cares? Ich meine, ganz ehrlich, wer da der Meinung ist, ich hätte es nicht verdient, bitte. Ich nehme es und jeder von euch würde das genauso tun. Jeder von euch. Könnt ihr sagen, was ihr wollt. Und ich habe da auch keine Schmerzen. Ich hätte schon Schmerzen mit einer beispielsweise Freiflächen-Photovoltaikanlage, weil da das Land weg ist. Ob ich jetzt so eine Mühle auf das ein paar Quadratmeter Zuwegung, ein paar Quadratmeter, wo die Mühle steht, und auf die Beschattung, ehrlich gesagt, da kann ich völlig scheißen, weil das ist ja nicht immer an derselben Stelle der Schatten. Also das ist, da habe ich habe da wirklich keine Schmerzen mit, überhaupt nicht. Und wenn man dann eine Pacht bekommt, dann fährt man auch einmal um den Weg rum und ärgert sich da nicht so richtig drüber. Natürlich in dem Moment willst du da Bodenarbeit machen, willst was sehen und das ist irgendwie so ein scheiß Weg auf einmal auf dem Feld. In dem Moment denkst du natürlich auch, ah, kacke. Aber im Großen und Ganzen ist das einfach dann eine anständige Pacht und dann lebt man damit. Ganz einfach. So, und jeder, der was anderes behauptet, lügt. Das ist meine Meinung. Ich darf ja hier meine Meinung sagen, ist ja mein Kanal. Das dazu. Das Geld aber, das wir da bekommen, das benutze ich natürlich als Sicherheit. Das ist über das, ich meine, hallo, soll ich mir jetzt was aus den Rippen schneiden und mehr Zinsen bezahlen als nötig? Ich habe ja eine Sicherheit. Dadurch habe ich eine Sicherheit. Und ich werde mir von dem Geld selber auch
selber auch ein Darlehen geben, wenn ich was investieren möchte. Auch keine Frage. Ich wäre ja schön blöd, mir teures Geld, und das Geld wird immer noch teurer, teures Geld noch von der Bank zu holen, wenn ich denn was, ich habe nichts liegen aktuell, aber hätte ich denn was liegen, warum soll ich mir denn Geld von der Bank holen? Eine Reserve musst du immer liegen haben, das, davon mal abgesehen, aber hätte ich jetzt mehr liegen, wäre ja Quatsch, ne? Ist klar. So, dann wird das aber bezahlt und das wird alles gerechnet und es wird bei uns auf dem Betrieb nichts investiert, was ich nicht selber tragen kann, was ich nicht selber, ich will, wir sind doch keine Geldvernichtungsmaschine, das wäre super herrlich, das wäre total dämlich, ist einfach so. Ja, also ich kaufe einen Schlepper, weil der andere Schlepper auf war, der hatte fast 13.000 Stunden, der musste mal getauscht werden, dieser hat jetzt gerade 7.000 voll gemacht, 7.011 genau, 7.011,5 genau genommen. Früher haben wir Schlepper nie bis 10.000 Stunden gefahren, nie. Aber die Zeiten sind nun mal rum. Ob die noch wiederkommen, keine Ahnung. Aber irgendwann müssen Maschinen getauscht werden. Das ist unser Arbeitsgerät. Das ist keine Proletenkarre, mit der wir vor der Eisdiele irgendwie rumprallen wollen, sondern da sitzen wir 16 Stunden im Frühjahr und im Herbst drauf und müssen damit arbeiten. Und das muss funktionieren. Und das kann nicht irgendein Brackschrott sein, wo du bei jeder Betriebsstunde denken muss, scheiße, nächste Stunde ist der kaputt. Kaputt ging dann immer was, aber ich kann nicht mit Vorsatz uralte Maschinen kaufen, wo ich schon weiß, wo das vorprogrammiert ist, dass die den Einsatz im Frühjahr oder im Herbst, wie auch immer, nicht durchhalten. Das geht nun mal nicht. Dafür ist die Zeit zu teuer. Das ist ja auch, die Arbeitskraft kostet nun mal Geld und wir müssen unsere eigene Arbeitskraft auch rechnen. Natürlich rechnet man sich das oftmals in der Landwirtschaft schön. Ach komm, ich rechne mal erstmal keinen Lohnansatz. Völlig falsch. Völlig falsch. Du musst das betriebswirtschaftlich rechnen und dann kann man sagen, okay, ich bin bereit, was abzugeben dafür, dass das weitergeht. Und das ist in der Landwirtschaft natürlich auch normal. Besonders bei Kartoffeln noch viel extremer, aber in der Landwirtschaft hast du immer Scheißjahre. Immer. Und dann, wenn du mal ein gutes Jahr hast, dann musst du gucken, dass du irgendwie wieder was zurückzahlen kannst, wenn du dein Darlehen brauchtest, dass du was zurücklegen kannst, wenn wieder schlechte Jahre kommen. Und die schlechten Jahre kommen ganz sicher wieder. Das ist ganz normal. So, und bei Kartoffeln, du kannst nicht sagen, ja, heute Hü, morgen Rott. Das funktioniert noch viel schlechter. Kartoffelbau ist im Grunde genauso, als würdest du einen Stall bauen. Du kannst einen Stall nicht auf 5 Jahre planen. Und das macht ja die Politik auch gerade in der Landwirtschaft alles so super beschissen, dass du keine Planungssicherheit hast. So richtige Planungssicherheit, das ist schon seit einigen Jahren schwierig. Aber im Moment ist null. 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 Volker hatte gestern noch erzählt, da lief die Kamera nicht, als wir bei Voratec waren, um die Schlauchwasser abzuholen. Der wollte einen Betrieb, der wollte in Deutschland einen Stall bauen. Ich weiß es nicht mehr was. Maststall. Auch ein bisschen was größer wohl. Wollte einen Maststall bauen. So, dann hätte der Bauantrag gestellt, dann musst du damit rechnen, bei einer größeren, großen Größenordnung von Stellung des Bauantrages bis Fertigstellung des Projektes, das geht ja dann schon mit Glück zu, wenn du das in 5 Jahren schaffst. Das ist ja dann schon Glück. Ausnahmen bestätigen immer eine Regel, manche schaffen das vielleicht in 2 bis 3, andere brauchen 8. So, der Betrieb, hat er erzählt, der ist dann nach Rumänien gegangen, hat den Stall gebaut. Und bei Baubeginn haben sie das mal eben eingereicht und als der Stall fertig war, war das auch genehmigt und die haben das Ganze in knapp einem Jahr hochgezogen. Wie sollen wir in Deutschland dagegen konkurrieren? Das geht ja gar nicht. Wie sollen wir da mithalten? Das geht ja gar nicht. Also trotzdem gibt es immer noch Landwirte, die den Mut haben, weiter zu investieren. So, da muss man dann auch mal ein bisschen Respekt vorhaben und nicht irgendeinen Neid raushängen lassen. Das ist Schwachsinn. Landwirtschaft, die sorgt fürs Essen. Die Landwirtschaft ist wichtig. Und wenn wir in Deutschland so weitermachen, die Landwirtschaft kaputt machen, dann gute Nacht, Marie. Ich weiß, dass vielleicht der ein oder andere innen von euch jetzt auch denkt, ja, das ist ja alles scheiße und das stimmt ja gar nicht, ist ja auch scheißegal, wo das Essen herkommt. Bitte, kein Problem. Wenn ihr das so wollt. Ich habe auch immer gesagt, die Landwirtschaft, die kann das schon durchaus so machen, wie das Volk das möchte. Ich glaube aber nicht, dass die Mehrheit des Volkes in der deutschen Bevölkerung
das möchte, was jetzt auf uns zurollt. Das kann ich mir nicht vorstellen, weil das wird alles unbezahlbar werden. Fakt. Es ist Fakt. Und das merkt man auch, seit wir diese extreme Inflation haben. Und das hat begonnen nach Corona sowieso schon alles scheiße. Und dann der Krieg in der Ukraine seit Februar. Das wurde ja von Woche zu Woche, teilweise gefühlt ja von Tag zu Tag, alles teurer. Und genauso wie alles teurer wurde, wurde der Umsatz im Bio-Öko-Bereich geringer. Da ganz extrem. Aber auch in der Direktvermarktung, das habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, wir haben das auch extrem gemerkt. Sowohl im Café als auch im Hofladen. Hofladen ist tot. Der Hofladen ist tot, das ist so. Natürlich kann man da jetzt auch sagen, was war zuerst, das Huhn oder das Ei? Jetzt haben wir weniger, jetzt haben wir kleineres Sortiment. Da geht der Umsatz natürlich nochmal zurück. Ja, aber wir können auch nicht, ich habe das ja schon oft genug gesagt, wir können aber auch nicht alles wegschmeißen. Ware mit MHD muss nun mal irgendwie dann auch 3 Tage, bevor es abläuft, spätestens auch raus. Kannst du ja dann nicht mehr verkaufen. Und dann, was machst du denn? Ja, also so einfach, wie sich das viele vorstellen, ist das nun mal leider nicht. Und nochmal ganz kurz zurück. Man könnte jetzt natürlich da trotzdem zu sagen, ja, das ist ja quasi eine Quersubventionierung. Bitte, dann nennt es so. Aber wenn ich scharf nachdenke, da könnt ihr mir aber auch in die Kommentare schreiben, wie ihr das seht. Und wenn ihr euch traut und ihr selber Betrieb habt, auch schreibt, wie das bei euch ist. Ich kenne fast keinen Betrieb. Ich bin schon kurz davor zu sagen, ich kenne keinen Betrieb, aber ich kenne fast keinen Betrieb, der nicht in der Historie irgendwann irgendwie aus irgendwelchen Mitteln quersubventioniert hat. Kenne ich nicht. Egal, ob man was geerbt hat. Und wenn man Land geerbt hat, dann hat man auch mehr Sicherheit bei der Bank. Da hat man noch nicht die Möglichkeit, vielleicht sofort den Kapitaldeckel zu decken, aber man hat zumindest mehr Sicherheit. Denn Darlehen bekommst du natürlich nicht nur, wenn du Sicherheiten hast, sondern du musst auch einen Kapitaldienst decken können, also nachweisen können, dass er zu decken ist. Wenn du das weißt und deine Wirtschaftlichkeitsberechnung was hergibt, heißt das noch lange nicht, dass dein Banker dir das auch glaubt. Auch so eine Sache, ja? So. Scheiße, wo war ich stehen geblieben? So, ja, quersubventioniert. So, wie gesagt, ganz egal, ob man was geerbt hat in Form von materiellen Dingen oder tatsächlich auch Bargeld oder ob man mal das Glück hatte und es ist ein Baugebiet bekommen, man konnte ein bisschen Bauland verkaufen. Es gibt so viele Möglichkeiten, aus Versehen irgendwie mal durch Glück an Geld zu kommen. Und das haben die meisten Betriebe dann natürlich auch genutzt, um sich betrieblich voranzubringen. Und das ist doch auch legitim. Das ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Das muss ja jeder selber wissen, ob er jetzt, wenn er Geld erbt oder Bauland hat, ob er sich ein Mietshaus bauen will, einen Laden aufmacht oder das in seine Landwirtschaft steckt. Ich meine, nicht ohne Grund sind in den letzten Jahren, jetzt wird das vielleicht immer ein bisschen weniger werden, wo das Zinsniveau wieder steigt. Aber aufgrund des niedrigen Zinsniveaus sind ja so viele Investoren eingestiegen und haben mal landwirtschaftliche Flächen und landwirtschaftliche Betriebe gekauft, dass das den normalen Familienbetrieben schon annähernd unmöglich gemacht hat, überhaupt noch Flächen zu kaufen. Nur mit Glück, wenn mal ein Verkäufer sagt, nee, das soll aber weiter anständig bewirtschaftet werden, ich möchte hier keinen Konzern haben und so weiter und so weiter. Dann vielleicht. Aber sonst war es ja gar nicht möglich. Und die Investoren haben ja nicht ohne Grund Land gekauft. So, und wenn jetzt jemand was geerbt hat und hat davon Land gekauft und hat das dann zumindest im Geiste an sich selber verpachtet, ja mein Gott, warum denn nicht? Also, wie gesagt, es gibt immer, wir haben sowas bis jetzt nie gehabt. Jetzt fahren wir zufällig gerade im Windpark vorbei. Wir haben bis heute, hat unser Betrieb nie irgendwas in die Richtung gehabt. Kein Bauland, kein Erbe, kein nix. Gab es nicht. Jetzt haben wir unser Bauland in Form von den Windmühlen. So, das dazu. Das wollte ich ganz gerne nochmal loswerden geworden sein. Mein Gott, dieses Jahr noch, und das Jahr ist ja fast zu Ende. Ballert mir gerne die Kommentare zu, solange ihr sachlich seid, lasse ich alles stehen und beantworte gerne auch alles. Also das geht natürlich nicht von jetzt auf gleich, dass wir dann antworten. Wenn irgendwelche Fragen kommen, die offensichtlich schon millionenmal beantwortet sind, dann lasse ich vielleicht auch sein. Aber wenn da Fragen sind, die interessant sind, dann beantworte ich das wirklich gerne. So, mein Gott, das war zu lang, ne?
Ich guck mir das, wenn ich heute abschneide, an, ob ich da was rausschneiden muss. So, wir sind jetzt endlich wieder zu Hause. So, mal gucken. Ina scheint im Büro zu sein, arbeitet auch. Zumindest das Licht da dran. Ja, Ina arbeitet. Da stehen jetzt die Schlauchraspeln hier vor der Werkstatt. Die stellen wir dann natürlich auch noch ins Trockene. Da fehlt immer noch das Dach. Ja. Leider noch nicht fertig. Ach, Scheiße, ach, da sind die. Da ist der neue Akkuleiterzopf. Stellen wir diesen jetzt in eure Halle und dann Schauer. Auf dem Zug wollte Vater dann eigentlich schon die Stinkekartoffeln aufgeladen haben. Wir haben heute die letzte Tour dieses Jahr noch nach Wietzendorf. Die wollte Vater dann heute Nachmittag fahren. Die Kartoffeln dafür hatten wir ja, habe ich ja gesagt, in der Halle. Da sind die leeren Kisten da vorne. Ja, da hat er aufgeladen. Und die leeren Holzkisten, die werden jetzt dann nach und nach immer noch mit gewaschen und kommen dann wieder in die Halle rein. So, das war jetzt wirklich zu lang, ne? Scheiße, tut mir leid. Aber ich wollte es loswerden. Wir sehen uns gleich nochmal, denke ich. So machen wir das. Aber da ist er schon wieder. Hänge ich gleich nochmal eben den anderen Zug an. Denn das soweit fertig. Na komm schon. Und dann kann das nachher direkt losgehen. So. Hier wollte ich auch noch Klarschiff machen, aber das wird dieses Jahr auch nichts mehr. Mann, das Jahr ist vorbei, ne? Junge, 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 Junge. So denn. Da ich jetzt so lange rummonologisiert habe, machen wir jetzt mal Schluss. Ne? Also, wir sind ja eh gleich zum Mittag eingeladen, ne? Noch schnell füttern und sowas. Aber das habt ihr ja schon oft genug gesehen. Also, danke fürs Reingucken. Ich weiß tatsächlich noch nicht, ob ich es noch schaffe. Geplant ist es und eigentlich soll das ja auch so sein. Aber da kann immer was dazwischen kommen. Und deshalb zur Sicherheit jetzt schon mal wünsche ich euch einen guten Rutsch. Ein vor allem gesundes, das ist das Wichtigste, ein gesundes und danach kommt erfolgreiches Jahr 2023. Ne? Also falls wir uns aus irgendeinem Grund nicht wiedersehen sollten, dann bis nächstes Jahr. So, und ich gucke jetzt mal, wie weit Ina ist und wann wir füttern wollen. Ich glaube, ich fange gleich einfach schon mal an. Dankeschön, reinhauen. Füssing! Ich habe Post gekommen. Na, wer weiß, was es ist.